Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr ja vielleicht wisst, habe ich schon mal ein paar Videos gemacht zum Thema irgendwie RAID mit Festplatten und auch zu Storages, also Network Storages, weil ich irgendwie da was haben wollte, was mir quasi Daten sichert, die hier lokal sind, dass sie dann eben auf dem Server landen und so weiter und so fort. Normalerweise, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist das gar nicht so interessant, aber da funktioniert, glaube ich, vieles nicht auf Anhieb und ja, ihr könnt mir bei meinem Vorhaben hier quasi ein bisschen zugucken. So, wir bestreiten also heute einen Test mit RAID. Dazu nehmen wir dieses ausgediente Gehäuse, was irgendwie hässlich ist, aber irgendwie auch cool. Allerdings fehlt hier die Seitenwand für die Rückseite. Ich habe mir gedacht, wenn das Teil sowieso. Also, wir haben ein Gästezimmer und mein Cousin hatte damals vor 10 Jahren oder sowas ein LAN-Kabel nach oben verlegt, als er hier mal. Ich glaube, der war für 1 oder 2 Monate hier, damit er oben vernünftiges Internet hat. Deswegen können wir das Kabel hoffentlich weiterverwenden. Ich hoffe, er hat irgendwie mindestens Cat 6 oder Cat 5e oder so genommen, sodass wir eventuell sogar 2,5 Gigabit LAN darüber kriegen. Das kommt aber auf einen Versuch an. Ich habe das Kabel aber auch schon lange nicht mehr angefasst. Da war auch mal ein Router dran gewesen, aber dann wollten wir das auch nicht mehr haben. Deswegen, das Teil kommt dann quasi nach oben in irgendeine Ecke, sodass es auch nicht umfallen kann. Ja, und man sieht das Gehäuse, glaube ich, auch gar nicht. Netzteil nehmen wir das hier, habe ich von einem Zuschauer bekommen. Festplatten nehmen wir wieder die. Die habe ich tatsächlich immer noch aus dem FreeNAS-Video, wo ich ja versucht habe, irgendwie einen 0-Euro-PC zusammenzubauen, 2, 3 Mal irgendwo gewesen bin und da kamen dann 2 funktionierende PCs raus. Das Mainboard. Hier, das kommt aus diesem 150-Euro-PC, wo noch Windows XP installiert war. Habe ich, glaube ich, vor 3 oder 4 Monaten gekauft oder so. Und ich habe auch hier erst mit diesem Board geliebäugelt. Also die CPUs sind beide nicht gut. Aber wenn ich so sehe, was in so manchen NAS-Systemen verbaut ist, irgend so ein Celeron, dann sollte das eventuell reichen. Wir haben 4 SATA-Anschlüsse. Unraid wird über USB gestartet. Das sieht dann hier so aus. Scanning File System. Ja, dann mach doch. Bevor wir jetzt loslegen, ne? Ich habe auch diesen SanDisk USB-Stick, den habe ich zweimal. Einmal befindet er sich auch in meinem Gewirrwarr von Installationssticks, aber da möchte ich jetzt nichts von anrühren. Und genauso wie bei meinem Elgato CamLink 4K haben wir hier denselben oder dasselbe Problem mit dem USB-Port, dass der hier so angebrochen ist und deswegen nicht immer funktioniert. Ich glaube, ich werde mir solch einen Port einfach 10-mal bestellen, den ihr dann bei Zeiten auslöten. Das sind 64 GB USB-Stick, die kosten nicht die Welt, aber ich glaube 15 € habe ich dafür bezahlt und ich würde den schon gerne benutzen. Und ja, das war auch meine Schuld gewesen. Ich hatte das Teil im Auto gehabt und wenn man dann mal eben so macht, ja, ich benutze im Auto fortan immer nur noch mein Handy mit Bluetooth oder mit CarPlay oder mit dieser integrierten Pioneer-App, obwohl. Ja, letztere ist eher nicht so toll, aber geht ja jetzt hier rum. Ich baue das Ding dann mal zusammen. So, Wärmeleitpaste ist ja noch drauf. Abstandshalter müssen hier wieder rein. Dann schließen wir den Kram an hier. Sollte es euch auch widerfahren, dass ihr hier die ganze Zeit sagt, irgendwie Syncing Drive oder so, dann müsst ihr gleichzeitig, während das läuft, weil er einfach nicht fertig wird, das Laufwerk formatieren und Unraid nennen. Wurde hier in diesem Video mit 1000 Aufrufen erst, mein lieber Mann. Jetzt haben es auf jeden Fall ein paar mehr gesehen. Dieser Typ hier hat es gerade so gezeigt. Wahrscheinlich hätte es auch geklappt bei einer kurzen Google-Suche, aber dann nehmen wir den Stick raus. Anschließend habe ich ihn vom USB-Stick booten lassen und dann hat er sich hier hochgezogen. Und dann werde ich jetzt die IP-Adresse eingeben. Am besten werde ich im Router noch vorgeben, ja, diese IP-Adresse, die bleibt auch so. Weil sonst, wenn ich hier irgendein anderes Gerät anschließe, das habe ich nämlich schon mal gehabt, dann kriegt irgendein anderes Gerät diese IP-Adresse. Obwohl, wenn das Teil theoretisch die ganze Zeit laufen sollte, wird das kein Problem sein, aber ne, man will ja, ne, ja doch. Ich habe gerade noch mal einen anderen USB-Stick ins Auge gefasst, der auch mal im Auto war.
hier so ein Teil von Medion. Und das ist ein sehr, sehr ähnliches Teil wie hier. Also nicht genau dasselbe, aber es passt auch. Also wenn man hier mal guckt, da haben wir so eine Eindentung, da nicht. Da kommen die obersten Pins raus, gehen dann eckig nach unten. Aber das sollte trotzdem klappen, wenn ich das Teil dann umlöte. Habe ich gerade mal das Teil hier bestellt und zwar 10 Stück, weil eins kostet 2,70 Euro. Aber wenn ich 10 Stück koste, kosten die nur 90 Cent. Und das ist ja quasi an genau der Stelle eine Sollbruchstelle. Ich habe auch gerade nachgemessen, das passt auch wohl. Ich müsste vielleicht bei dem einen Stick hier diese Nopsen abkneifen, aber ne? So hilft man sich selber. Weil ich mit dem Programm vorher noch nie gearbeitet habe und jetzt alles irgendwie so läuft, also das war gerade ganz komisch, ich musste irgendwie in den Anmeldeinformationen festlegen, dass ich, also Technikheller, der Nutzer, den ich für mich auch hier angelegt habe, darauf zugreifen darf. Und ja, drei von den Platten haben Fehler. Ist aber auch für den Test jetzt erstmal egal. Was mir hier aber auffällt, so wir haben jetzt kein Load quasi, dann beginne ich zu kopieren und dann geht das hoch normalerweise bis irgendwie 160 Megabyte pro Sekunde. Zack. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass das Teil komplett ausgelastet ist und deswegen langsamer wird. Es kann auch gut sein, stelle ich mir jetzt vor, dass die Festplatten an sich einfach wirklich scheiße langsam sind, weil sie alt sind oder weil Fehler hier vorherrschen, weil dann gesagt wurde, ne, hier hör mal, du kriegst nur die halbe Leistung, aber am Anfang ist die Leistung ja da. Es kann auch gut sein, dass man vielleicht noch ein Cache-Gerät benötigt, eine SSD beispielsweise. Ich weiß nicht, ob das hilft. Aber das ist hier auch schwierig, jetzt noch eine weitere Platte anzuschließen, weil wir ja nur vier SATA-Anschlüsse haben. Aber ich besitze, glaube ich, noch eine SATA-Erweiterungskarte. Ich weiß nicht, inwiefern, ob... keine Ahnung, muss ich gleich erst lesen. Aber 30 Megabyte pro Sekunde, das ist nicht viel. Die Platten, die sind aber wohl schön warm gerade, ne? Also man kann sie jetzt noch anfassen, aber... ist schon hart an der Grenze, wo ich sagen würde, okay, da würde ich jetzt meine Hand die ganze Zeit drauflegen, aber das ist nicht schlimm. Dieses Gehäuse hat hier vorne noch die Möglichkeit, einen Lüfter zu verbauen, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Muss jetzt dann auch kein super leises Ding sein, weil die Festplatten ja eh ziemlich laut sind eigentlich. Ich google mal, was es sein könnte, warum das langsam läuft. Vielleicht braucht man eine Cache-SSD oder muss irgendwas umstellen, ich weiß es doch auch nicht. Ich habe also dann noch eine Option gefunden, die man umschalten kann und dann waren tatsächlich die Schreibgeschwindigkeiten auch zu Anfang bei 120, also quasi was theoretisch möglich ist, so irgendwie über 1 Gigabit LAN, aber danach ging das dann runter auf 80, 90 und hat sich da so eingependelt, auch beim Schreiben, obwohl Crystal Disk Mark da was anderes sagt, er sagt dann nämlich, ja, wir hätten um die 100 bei beidem ungefähr, aber dann ist mir so eine Sache aufgefallen. Eigentlich ist es mir egal, wie schnell ich Daten hin und her kopieren kann. Alles in allem kann man sagen, ja, das Zeug läuft, ist ein bisschen langsam, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte höhere Übertragungsraten, kostet jetzt auch nicht die Welt. Es gibt 2,5 Gigabit LAN-Karten zum Beispiel, das sind dann, glaube ich, 250 bis 300 Megabyte pro Sekunde, die man dann hin und her schieben sollte, so ganz grob, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, also 2,5 Gigabit quasi. Die kosten 30 bis 40 Euro, dann müsste ich zwei davon kaufen, einmal für den PC und einmal für das Ding hier hinter mir. Jetzt ist aber die Frage, ob die CPU das dann auch schafft, wenn man dann Sachen hin und her kopiert oder ob die Festplatten das insofern mitmachen. Es wurde so viel gesagt, ja, Unraid ist super, ich habe das ja schon mal mit FreeNAS kopiert, probiert, das hat ja auch super funktioniert, deswegen... Was sind da jetzt meine Vorteile dadurch? Ich meine, die Lizenz dafür, für glaube ich bis zu 6 Platten kostet 60 oder 50 Dollar. Das ist jetzt auch nicht die Welt, immer noch billiger als NAS an sich. Also eigentlich sollte das ja auch mit FreeNAS laufen, wenn ich das Teil dann irgendwo anders hinstelle. Alles so lasse, wie es hier ist, die Videos weiterhin lokal auf der Platte habe. Und dann wird zu jeder vollen Stunde oder... ja, nicht zu jeder vollen Stunde, am besten nachts, da geht der PC automatisch an. Es wurde auch WAM-Backup empfohlen. Das habe ich jetzt mit der C-Platte ausprobiert. Das macht mir dann immer Backups. Also einmal ein komplettes Backup von den 512 GB habe ich, glaube ich, 250 auf der Festplatte C belegt. Hat einmal das Backup gemacht und macht mir dann jeden Tag 2 oder 3 GB Backups für den Unterschied zum Vortag. Und das klappt auch soweit.
dann bleibt eigentlich nur noch der kurze Test übrig. Ich würde sagen, ich stelle das Teil einfach mal nach oben. Dann können wir auch noch gucken, ob das LAN-Kabel überhaupt noch funktioniert. Das hängt da ja schon so ein bisschen und das hat er, glaube ich, selber irgendwie zusammengekrimmt. Schauen, wie das Teil da aussieht. Also ich will nicht, dass man den PC unbedingt dort stehen sieht, so wirklich. Ist ja immer noch ein Gästezimmer, nicht, dass man da irgendwie neugierig wird. Ich glaube, da müssen spezielle Schilder dran. Die wichtigste Sache ist mir gerade entfallen, nämlich festzulegen, dass die IP-Adresse festgelegt werden soll. Und wir sind jetzt hier in dem Gästezimmer. Hier ist mein Onkel übrigens gestorben. Habe ich ja auch, glaube ich, mal ein Video zu gemacht, wie das verlaufen ist. Ist aber auch schon 2,5 Jahre her oder so. Und jetzt nehmen wir mal den Vorschau-Monitor hier. Also einmal runtergerannt und das Kabel erstmal richtig eingesteckt. Das hat nämlich vorher gar nicht geleuchtet. Ich hätte auch ohne Tastatur mitnehmen können. So, das ist das, was ich wissen wollte. 0.19. Ob das jetzt auch wo klappt? Also da sind immer noch die 2,5 Zoll Laufwerke drin. Jetzt erstmal für einen Test. Und ich habe bis jetzt auch nur eine günstige 8 TB Platte kaufen können. Und es fehlen dann auch noch 3. Und eigentlich fehlen dann auch noch 4, weil ich noch eine weitere gerne im PC hätte. Naja, 0.19 muss ich mir merken. Dann schauen wir mal, wie schnell das ist. Das Teil ist auf jeden Fall schon mal erreichbar. Platten sind in Ordnung. Können wir allerdings mal schauen, ob er die SSD leer geschaufelt hat. Ach, erstmal muss ich sowieso hier starten, ganz klar. So, die SSD hat er noch nicht leer gemacht, also quasi den Cache. Und dann versuchen wir uns mal zu verbinden. Das dürfte, glaube ich, richtig sein. Na wunderbar, das klappt doch. Dann haben wir das hier drin. Den anderen lasse ich nochmal drin, falls ich den PC hole ich sowieso nochmal nach unten. Hat jetzt beendet und jetzt ist das ein bisschen anders mit den Schreibgeschwindigkeiten. Allerdings, sollte das nicht langsam mal rübergeschoben werden? Also ich weiß, es gibt, glaube ich, Mover oder so heißt der, aber ich weiß nicht, wo ich das einstellen kann. Ich habe ihn gefunden, den Mover. Mach doch mal Move Now. Und dann wurde es ein wenig mysteriös, weil ich meinen eigentlichen Plan über den Haufen werfen musste. Es war ja so geplant, dass ich mir zu den 2x8 TB hier unten noch eine dritte dazu setze und das Ganze dann gespiegelt wird, eben auf ein Unraid oder FreeNAS oder was weiß ich, der dann oben steht. Ich hätte dann geplant, Western Digital MyBook externe Festplatten zu besorgen. Die Platten baue ich dann da aus. Die funktionieren zwar nicht, wenn man da mit 3,3 Volt zusätzlich dran geht, aber wenn du einen ganz normalen Adapter nimmst von Molex auf SATA, also diese Dinger, dann funktionieren die Platten problemlos. Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass die Platten schon ziemlich billig sind. Und es wurde ja im Video schon angekündigt, hey Philipp, wo kriegst du für 120 Euro so eine Platte her? Ja, Festplattenpreise sind gerade so ein bisschen anders. Wenn ich jetzt gerade schaue und so eine Platte kaufen möchte, muss ich da teilweise, weiß ich, 50, 60, 70 Euro mehr bezahlen. Bei einer Platte ist das ja in Ordnung, aber wenn ich dann gleich mehrere kaufe, dann ist das ein bisschen doof. Also habe ich mir überlegt, okay, ich besorge mir so eine 2,5 Gigabit Netzwerkkarte, eine hierhin, eine in den Server und habe dann hier unten quasi keine physikalischen Platten mehr. Alles sitzt oben, sodass ich quasi gegen den Festplattenausfall bei einer Festplatte quasi gewappnet bin. Das geht mit Unraid oder mit RAID 5 und das ist erstmal so der weitere Plan. Ich habe mal andere Geschütze aufgefahren, weil irgendwie das Ganze nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Also kopieren ging ganz normal und dann habe ich irgendwann einen Kopiervorgang abgebrochen, ich selber, und danach ist das komplette Ding abgeschmiert. Und da dachte ich mir, komm, bevor jetzt noch irgendwelche Kuriositäten da sind, sodass ich zumindest Hardware ausschließen kann, nehmen wir hier mein altes Mainboard, i7-8700K mit 16 Gramm. Soll wohl erstmal passen und ist viel zu Overkill für das hier. Ich habe dann auch mal die SSD zerlegt, um zu gucken, ob die wirklich so heiß wird, weil irgendwie hier das Programm, also es zeigt Temperaturen an, aber ja gut, die dürfte jetzt passen, aber irgendwie sagt er dann auf einmal so, zack, wir sind heiß, viel zu heiß und das will ich nicht, aber die Leistung drosselt er deswegen dann auch nicht. Also ist ganz komisch. Und dann habe ich hier vorhin was kopieren lassen, war dann für 2 Stunden weg. Und als ich wiederkam, hat er irgendwo mittendrin einfach aufgehört zu kopieren und sagte, der Datenträger wäre voll, was aber gar nicht sein kann. Liegt daran, dass die SSD, also quasi der Cache dieses gesamten Systems, voll war. Und der Server dann nicht gemerkt hat, oh, müssen wir jetzt schnell leer machen. Nein, da muss ich dann manuell hingehen und die dann ausleeren.
Ich habe dann auch schon eine 8 Terabyte Platte akquirieren können. Für die habe ich, glaube ich, 125 bezahlt. Das ist auch dieselbe, die ich schon zweimal in meinem PC da unten verbaut habe. Und naja, das sind so die Geschwindigkeiten davon. Das passt, glaube ich, wohl nicht fürs Betriebssystem, aber auch fürs Abrufen von Daten. Und ja, ich bin auch echt ein richtiges Dummerchen, ne? Ich habe mir jetzt hier diese beiden Adapter bestellt, also 2,5 Gigabit Ethernet. Ich habe gegoogelt und naja, diese billigen Dinger sollten eigentlich irgendwie keine Nachteile haben, zumindest nicht für mich. Keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Ein Zuschauer meinte noch, ja, es gibt dieses Extraktionswerkzeug für zum Beispiel 24-Pin ATX-Stecker, die 6 oder 8-Pin GPU-Stromstecker. Hier hat, glaube ich, 20 oder 25 Euro gekostet. Probieren wir irgendwann aus, wenn es funktioniert. So, und naja, ich teste jetzt mit den beiden Dingern erstmal die direkte Verbindung zwischen dem PC und zwischen meinem PC, weil ich nämlich eine böse Sache missachtet habe. Nämlich, wir arbeiten ja immer mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das heißt, wenn meine PCs 2,5 Gigabit Ethernet unterstützen, dann muss es der Switch und die beiden Router beziehungsweise der Router dann auch tun können. Und dem ist nicht so. Das bedeutet, ich muss noch einen Switch finden für 2,5 Gigabit. Okay, zugegebenermaßen, so chaotisch wie jetzt gerade sah es hier noch nie aus. Aber ich habe mal ein paar Tests gemacht und Crystal Disk Mark sagt auf jeden Fall ja. Man erkennt auf jeden Fall und man kann auch das Potenzial der 2,5 Gigabit-Karte nutzen. Das ist ja schon mal schön. Allerdings habe ich dann irgendwie die Cache-SSD mal deaktiviert und kopiert bei mir auf die NVMe-SSD vom NAS sind dann 37 MB pro Sekunde. Wenn ich auf die Festplatte kopiere, sind es 160 MB pro Sekunde, eben wahrscheinlich das Maximum von zwei Platten zusammen oder von einer. Und dann nach 2 Minuten sinkt das auf 50 MB pro Sekunde und dann auf 70. Mit dem Cache auf die NVMe-SSD 170 MB, dann 230, genauso hätte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Und naja, dann habe ich es nochmal andersrum gemacht vom NAS auf, oder ja, nicht andersrum, sondern auf die HDD ganz normal. Hier 130 MB pro Sekunde schreiben, das ist erstmal in Ordnung. Ich möchte auf jeden Fall, dass es so schnell wie möglich irgendwie wird und deswegen machen wir das auch jetzt. Wir haben also gesehen, 2,5 Gigabit Ethernet so an sich funktioniert. Allerdings kannst du das leider nur mit einer SSD-Platte wirklich ausreizen. Zumal ich jetzt gedacht hätte, okay, die Platten, die ich vorher verwendet habe, vielleicht weil sie Smart-Fehler hatten oder sonst was, oder weil es 2,5 Zoll Platten waren, sind die eben ein bisschen langsamer. Wird es dann mit meinen vernünftigen Platten etwas schneller sein, aber bei 160 MB lesen und schreiben so ungefähr hört es dann auch leider auf. Wo ich jetzt mir gedacht hätte, nachdem ich die paar Experimente mit RAID gemacht habe, dass man schon ein paar Performance-Sprünge machen könnte, indem man mehrere Platten zusammenpackt. Aber in Unraid scheint dies nicht zu funktionieren. Ist zwar schade, aber glücklicherweise läuft das jetzt mit dem Videoschnitt erstmal. Und ja, die Daten, die sind jetzt nur noch da oben, das heißt, es muss nichts mehr gespiegelt werden. Vielleicht werden Festplatten irgendwann auch nochmal wieder günstiger. Ja, genauso wie Grafikkarten. Und ja, ob ich dann da wieder mechanische Platten reinpacke, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde mir einfach, damit der Videoschnitt wirklich verdammt schnell läuft. Das heißt, ich musste manchmal irgendwie eine Sekunde warten, bis das Video dann anfängt zu spielen, bis sich der Unraid-Server wieder gefangen hat. Oh, das ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Ich habe Daten auf den Server kopiert, habe die im Schnittprogramm gehabt und dann war sie später plötzlich weg. Voll komisch. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht mal, was ich erzählen wollte gerade. Also, ja, irgendwie Schnittprogramm lief wohl, aber es ist geplant. Ich besorge mir irgendwie eine 1 TB SSD, die kommt da in den PC, da kommen da die 10 neuesten Videos drauf und dann ist, glaube ich, der Videoschnitt so ein bisschen smoother. Das wird dann jeden Tag, alle paar Tage mal synchronisiert, gespiegelt mit dem Unraid-Server und dann soll das laufen. Aber wenn mir das nochmal passiert, dass ich eine Datei rüber kopiere und die nicht drüben ist, dann werde ich sauer. Sonst irgendwelche Kuriositäten? Wenn ich Hintergrundmusik auswähle, höre ich mir die Lieder vorher einmal so kurz an. Ich springe da mal so durch und das ist schon zweimal passiert. Dann will ich so ein Lied öffnen, ne? Also ist zwar eine WAV-Datei, die sind dann 30, 40, 50 Megabyte groß. Braucht man auch für YouTube nicht, aber ne?
Good Quality for Free kannst du ja machen. Normalerweise öffnet sich das auch direkt und das tut es jetzt gerade auch, aber da war irgendwann so ein Punkt, da hat das 2 oder 3 Sekunden gedauert und ich wurde wahnsinnig, weil bei Epidemic Sound, da gibt es ja 1000 Lieder zum Ausprobieren und dann, die habe ich dann runtergeladen und irgendwie nummeriert, das war, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, vielleicht ist das Teil immer noch zu langsam oder so, kann ja gut sein, obwohl, nee, kann nicht sein, aber apropos langsam. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Mainboards hier durchprobieren müssen, weil es ein Problem gab mit der Unterstützung für Festplatten, die größer als 2 Terabyte sind. Es gab vor ein paar Jahren mal Mainboards, die dann beworben wurden, ja, wir können auch Festplatten unterstützen, die größer als 2 Terabyte sind. Das hieß dann 2 oder 3 Terabyte Infinity. Und das Mainboard, was ich eigentlich verwenden wollte, mit einem i5-2500 oder i3, ist ja auch egal, das hatte 6 SATA-Anschlüsse, ne? Vorbildlich, aber... Ja, nach dem Splash-Screen, da kam dieses Acer-Logo, kam nichts mehr. Da habe ich die 8 TB Festplatte abgezogen und dann ist ja ganz normal hochgefahren. Da habe ich Mainboards ausprobiert und habe dann, nur übergangsweise, das soll nicht so bleiben, einen FX6350 war das, glaube ich, genommen. Der hat eine Abwärme von über 200 Watt, also, da werde ich dann irgendwie einen i3 in etwas neueren verwenden. Und natürlich auch ein Mainboard, was 6 SATA-Anschlüsse hat. Sowas siehst du nämlich auch nicht mehr unbedingt bei jedem Mainboard heutzutage, weil dann, weiß ich nicht, da hast du dann 2 M2-Slots drauf, das ist auch in Ordnung, aber in so einem Fall kannst du vielleicht eine Cache-SSD benutzen, aber ist mir mal so aufgefallen und darauf achtet man normalerweise nicht. Wäre man jetzt, wie wahrscheinlich eine ganz normale Person, losgegangen, hätte sich irgendeinen Athlon oder einen Celeron geholt, irgendwas Neues von Amazon oder Case King, wo auch immer man das bestellt hat, da hätte man dieses Problem auf jeden Fall nicht gehabt, da bin ich sehr sicher. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sonst noch erzählen wollte. Mich würde mal interessieren, wenn ihr Unraid verwendet, was ihr da so für Schreib- und Lesegeschwindigkeiten so ungefähr hinkriegt, damit man das mal vergleichen kann. Ich meine, wir haben ja gesehen, die Festplatte schafft 200, wenn das 170 sind. Ob sich das jetzt lohnt mit dem 2,5 Gigabit, kann man auch drüber streiten. Man hätte ja auch Link Aggregation verwenden können. Da hätte ich mir... Ach, das ist alles... Also es gibt noch ein Video hier zu dem Ganzen, aber weniger zum Server, mehr zur Verkabelung und so. Ja, da kann man sich vielleicht später drüber aufregen. Philipp, die Dose muss andersrum angebracht werden oder so. Werden wir dann sehen. Ja, ist schon schade jetzt mit den Festplatten, ne? Wenn die dann 10, 20 Euro teurer sind, ist das ja nicht so schlimm, aber teilweise 60, 70 Euro. Und dann will ich ja nicht nur eine Festplatte kaufen, sondern 4 oder 5. Dann fällt das schon etwas stärker ins Gewicht. Ja, dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos recht bald wieder, hoffentlich. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.